Proč je nutná pro člověka svoboda? Also, wieso man braucht Freiheit? Also, Freiheit. Freiheit. Für Leben braucht man eigentlich Freiheit. Ja. Für Leben braucht man Freiheit, das so gut fühlen mit anderen Leuten, frei reden, keine Ängste haben, eigentlich Freiheit. Das ist keine Ängste, wenn man keine Angst, das ist frei. Ist man frei. Wo? Was sind die Wurzeln des Hasses? Eigentlich Wurzel vor Hass ist, dass diese, hat erst Aristoteles gesprochen, er hat gedacht, die Menschen sind politische Tiere, wir sind. Dann Machiavelli hat über diese Intoleranz, er hat geschrieben, dass die Hass man kann mit Gewalt unter Kontrolle nehmen, mit staatlichen, mit Polizei, mit so einer starken Stadt kann man unter Kontrolle nehmen. Aber diese unsere moderne Gesellschaft gehört, wir haben von Philosoph von Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, wir haben bekommen. Er hat so entdeckt, dass die Menschen, unsere Seele eigentlich so nett. Wenn wir zum Beispiel wir lesen einen Roman, wir wissen, dass Fiction geschrieben oder einen Film anschauen wir, aber dann weinen wir. Wir wissen, dass das eine Lüge, dass das eine Geschichte, Fiction geschrieben, dieser Film oder gedreht ein Film. Aber wenn wir anschauen diesen Film, wir werden traurig, weinen wir. Das heißt, meiner Meinung nach, unsere Wurzeln sind so nett. Ideologien, Religion, diese Regierungen. Sie machen die Menschen verrückt. Dieser Hass kommt von draußen, die menschliche in die Seele. Da denke ich, unsere Wurzeln sind nett eigentlich. So, was momentan in der Zeit, was die euch testen? Also, was macht sie glücklich jetzt? Ich habe zwei kleine Töchter. Wenn ich mit meinen kleinen Töchtern zusammen zum Bach gehen, mit dem Wasser spielen. Ich beobachte sie, wie sie groß werden, wie sie reden. Macht mich glücklich. Das ist eigentlich nur Glück. Ja, aber wenn ich schreibe, dort ist meine Welt. Wenn ich eine Frau beschreibe, dass ich verkleide sie und ihr Gesicht, ihre Augen, ihre Sprachen, das diese. Eigentlich Kunst, alle Kunst, diese macht die Menschen glücklich. Die Menschen brauchen gute Hobby. Eine Geige spielen oder eine Gitarre spielen oder etwas schreiben. Man muss nicht für Konsum etwas machen, für Gesellschaft, für deine Seele, für eigene Seele. Ich schreibe für meine Seele. Wenn ich schreibe, ich bin sehr glücklich eigentlich. Natürlich weine ich dort. Ich werde dort traurig. Aber dass diese macht meine Seele erneut, dass einfach neue Seele, neue Gedanken bekomme ich, dass diese das Schreiben macht mich sehr glücklich eigentlich.